So. Oh Gott. Ping! 75 Minuten schon. So, gucken wir mal. Hühnchen Nummer 1. Das haut hier ab! Nein, bleib da, Hühnchen! Moment, ist das gerade dein Ernst? Du hast Hühnchen gesetzt in einen Raum, der nicht verschlossen ist, sodass das Hühnchen abhauen kann. Ich habe einen Block hingesetzt, ich dachte, das reicht. Das ist dein Ernst? Die können auch springen. Doofes Hühnchen, jetzt habe ich nur noch 2 Eier. Ja, du hast ja jetzt das Hühnchen, dann mit Glück dann noch das andere. Das ist hier oben, hier müsste auch was sein. Dann machen wir es eben so. So, was haben wir denn? Und da kommt natürlich aus den Eiern kein Hühnchen mehr raus. Ja. Ich hoffe halt nicht, dass du das andere Hühnchen einfach so getötet hast. Nein, das läuft hier immer noch rum. Okay. Komm, komm, links abbiegen, links. Nein, das ist die falsche Richtung, genau. In die Richtung, komm, 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 komm. Ah, hier geht's tatsächlich noch weiter. Kann ich das Hühnchen nicht schieben? Doch, kannst du. Das muss ich aber schieben lassen. Der steht jetzt in der Ecke und schämt sich. Okay, das war jetzt Luck hier. Ja, wo bin ich denn hier gelandet? War es das hier schon? Ja, komm, komm, komm. Kusch. Nein, das war der falsche Raum, aber... Ha, Trick 17. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Was? Okay. Du hast Tricks zum Hühnerfangen. Yep. So, komm, okay. Komm, geh mal darüber. Komm, komm, komm. Zieh dich doch nicht so. Ja, 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 so ist gut, so ist gut. So, es ist da, wo es sein soll. Okay. Oh, was ist hier? Wenn wir denn da gleich schön ist. So, und jetzt bitte mal Eier legen. Dankeschön. Erst bei Ewigkeiten drauf warten. Sind jetzt alle unterirdisch oder wieso ist da auf einmal nichts mehr los? Okay. Das braucht jetzt erstmal Ewigkeiten. Ach ja, ne, Hauptsache wir haben eins. Weg mit dem Zeug. Team Grün möchte es jetzt nicht mehr riskieren, oder? Krasses Telex. Das ist die 10-fache Steigerung von krass. Krasses. So, da haben wir schon gebuddelt, da haben wir schon gebuddelt, da haben wir schon gebuddelt. Ich suche gerade immer noch nach Diamanten. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Ebene. Ich bin auf Ebene 11. Normalerweise ja. Ja, ich glaube mich einfach die ganze Zeit geradeaus durch. Man kann jetzt nicht über den Rand, oder? Nein. Okay. Der Rand geht, glaube ich, bis zum Bedrock. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen irgendwie da drüber grabe, das möchte ich nun auch nicht. Aber warum so ein bisschen aus der Welt rausgraben, ist doch auch schön. Naja. Dann noch hochgraben. Ach, das sind ja Kühe. Kühe habe ich ja überhaupt nicht gesehen vor dem Rand. Ach Gott. Hier ist Redstone, ich höre Wasser. Das hier muss was sein. Mit etwas Glück könnte ich gleich auf eine Höhle kommen und da könnten die Diamanten sein. Ich höre nämlich gerade Wasser. Natürlich auch die dazugehörigen Mobs.
Hieß es nicht bis 1:30 Uhr, sagt mir nicht bis 2 Uhr, ja, weiter, egal, wenn einige nicht können. Wieso können sie nicht? Erstens, einmal Ausnahme geht, wir hatten doch 2 Uhr ausgemacht. Einige sind nicht alle. Na, ist doch so. Weißt du, du hast auch Lags, dann hätten wir gar nicht fighten dürfen, dann hätten wir schon vor einer Stunde Feierabend machen müssen. Naja. Wie gesagt, ich habe ja auch geschrieben, ich habe ja auch Lags, aber ich spiele halt. Okay, hier brauche ich nicht weitergraben. Ich suche gerade noch nach der Wasserquelle. Bin immer noch nicht fündig geworden. Kann halt wahr sein. Okay. Möchtest du jetzt zusehen? Kann man zusehen? Nö, ich hätte ihn dann auch runtergeschmissen. Ah, ist wieder geleftet. Ah, hier ist Gold und ich höre Lava. Kein gutes Zeichen. So, Level haben wir auch schon wieder ein paar. Die Frage ist natürlich jetzt, wollen wir wirklich die nächsten Folgen Ich habe Diamanten gefunden. Sehr schön. Aber an der Lavaquelle, das heißt, ich muss die Diamanten etwas ausgraben, nicht dass sie jetzt ein bisschen absichern. Ja, ja. Direkt unter der Lava, wunderbar. Nicht wahr sein. Erstens nicht, dass ich dann gleich drauf gehe. Okay, da ist nirgendwo Lava. Ein Dia, zwei Dias, drei Dias. Nicht viele, aber ein paar. Ja, noch mehr? Das ist mein Gang, ich glaube schon. So, erste Spitzhacke schon wieder kaputt. Du haben wir, by the way. Wir haben ja erst 1 Uhr. Ja, gar nichts. So, da ist Gold. Gold ist wichtig. Goldäpfel. Wir bräuchten auch Äpfel, gell? Ja, das sagen wir schon so lange. Ah, da oben ist noch was. Sieht gut aus. War der Gang hier. Wieso ist hier Gras, bitte? Keine Ahnung. Ich bin auf Ebene 18. Hier kann auch kein Gras wachsen. Hier ist Gras. Kann ja nicht wahr sein. Vielleicht wachsen hier sogar noch Bäume unter der Erde. Normalerweise würde ich ja allgemein sogar ohne Fackel halt die ganze Zeit weitermachen. Ist halt nur doof, weil man halt dann wegen YouTube nichts sieht. Ja, das stimmt leider. Ein bisschen nervig. Ich bin gewöhnt daran, irgendwie ohne Fackel sogar zu arbeiten. Ja, es geht so. Ja. In dem Sinne, für mich persönlich es geht, aber nach dem Rendern und nach dem auf YouTube hochladen, ne, man sieht ja gar nichts mehr. So, hier ist nichts mehr, also nichts Wichtiges mehr. Ah, gut. Das kann jetzt was werden, die nächsten Folgen. Naja, außer wir haben halt Glück und finden echt viele Diamanten, das ist ja was anderes. Naja, aber wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Folgen wir eigentlich schon aufgenommen haben und wie lange wir schon gesucht haben und jetzt in dem Sinne, wie viel haben wir denn gefunden insgesamt vielleicht? 15 Diamanten? Das waren 16. Zwei Dinger waren 16. Zwei für ein Enchantment Table 18. Wir haben 20 insgesamt. 20. Nein, 22. So in etwa um den Dreh herum. Ja, das ist aber eigentlich auch nix. Es ist nix, ja. Im Gegensatz zu anderen, die sich daraus nach Hosen machen konnten. Ein Bierschwert und auch Rüstung halt. Und das halt.
Kann es sein, dass Team Green sich töten möchte? Ja, angeblich haben sie ja Legs. Naja, die sind halt öfters zu Liscario gegangen und er hat halt gesagt, die sollen halt weggehen. Trotzdem sind die halt dahin gegangen. Sind halt so, gestorben. Diamanten. Komm nicht mehr zurück, weil ich den nicht mehr finde. Und das ist natürlich auch gut, ne? Ewigkeit wieder. Ja, ja. Irgendwann bin ich da, sobald ich den Gang wieder finde. Ach, da bin ich. Jetzt habe ich unter unserer Treppe durchgegraben. Auch gut. Wurscht. Ist doch wurscht. Wieso ist hier eigentlich Kobbel? Du bist ja eigentlich Kobbel. Hast du platziert? Kann schon sein, kann schon sein. Naja. Ziemlich komisch halt, aber okay. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ach, da geht's lang. Oh Gott. Deswegen sollte man seine Fackeln dann immer auf einer Seite setzen. Ja, ich stelle sie immer auf den Boden. Oh, das hat auch was, ne? Läuft man gerne mal im Kreis. Oh, put, 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 put. Armes kleines Hühnchen. Put, 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 put. Ab in die Ecke mit dir. Ist schon groß oder noch klein? Das ist noch klein. Na, das ist ja mies. Können wir dir nicht mal ein paar Steroide oder so geben? Ja. Chicken of Doom. Ja. Achso, ich habe noch einen Lava-Eimer, den kann ich ja gerne daneben platzieren. So rein zufällig. Wie viele Diamanten waren das jetzt eigentlich? Vier. Feierlich. Ich habe 3 Diamanten. Insgesamt haben wir dann 7. Ja, und noch 4 in der Kiste, glaube ich. Warte, und du hast wie viel gefunden? 4 Stück. Und ich glaube, 4 sind noch in der Kiste. Waren da nicht. Okay, das heißt, wir haben hier schon mal eine Brustplatte. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen erst raus, sobald wir eine Brustplatte und Hosen haben. Ja, ja, ja. Halt ich für eine gute Idee. Was ich natürlich gut finde, ist, dass wir noch eine Wolle von Team Grün haben. Wahrscheinlich wird es dann wieder darauf rauslaufen, dass wir das nächste Mal hochgehen, eine Wolle finden, uns gleich wieder hier nach unten verziehen, ein Leben exchange und dann wieder nach oben gehen müssen. Oder sollen. Können. Paarbrenzer. Fuck, Mann. Fuck, ich habe mich fast getötet, weil ich die Lava falsch platziert habe. Das ist natürlich auch gut, ne? Das ist ziemlich kacke. Ich weiß aber nicht, wie kann das sein? Es hat kurzzeitig geleckt, auf einmal war die Lava halt nicht da platziert, wo ich sie haben wollte, sondern einen Block höher. Da habe ich mich halt verbrannt. Das war halt das Doofe gerade dran. Ich gehe mal kurz zur Seite und pass mal auf, nicht, dass es wieder leckt. Ich habe mich gerade ziemlich erschrocken. War halt unerwartet, ich wollte gerade Sachen verbrennen. Oh ja, Sachen verbrennen, das wäre was, ne? Unsere Kisten quillen ein bisschen über. Ja, ja, ich verbrenne gerade die ganzen Sachen und halt alle, die wusste es. So, die ganzen Sachen, die ganzen Diamanten. Ja, genau. Wer war eigentlich Team Grün? Ich dachte eigentlich, Team Grün wäre Rosamund gewesen. Nein, nein, Team Gelb ist Rosa. Ah, okay. Team Grün ist extrem verzockt und David Arcadarus halt. Ah, okay. Ja, das, ich bin halt aufmerksam auf die geworden, als sie halt die ganze Zeit zu Liscario gegangen sind und gestorben sind. Ich fand's auch nicht so. Ich bräuchte einfach nur hier Tab drücken, ne? Dann sehe ich's ja. Ach ja, ja. Ach ja. So, 9 Level. Ich glaube, ich werde mir jetzt mein erstes Sharpness 3 Schwert wieder machen. Ich habe 8 Level. Okay, gelb. Ich vielleicht auch mal was schön. Wie gesagt, wenn Basti jetzt halt noch eine Wolle findet, kann es auch sein, dass er halt seinen Teamkollegen so in etwa wiederbeleben kann. Der ist ja immer noch nicht gestorben. Muss er ihm lassen. Das ist ziemlich hartnäckig. Oder die lassen ihn halt in Ruhe, aber ich glaube nicht. Aber was ich ja echt froh bin, ist, dass in unserer Base noch keiner gewesen ist.